Abgeringel und herzlich willkommen zu einem absoluten Oldschool-Video. Ja, wie ihr seht, habe ich mich einfach mal wieder dazu entschieden, eine Endergames-Runde auf meinem Kanal zu bringen und nebenbei einfach so ein paar Themen anzusprechen. Ich spiele mit dem Enderman-Kit in einer 23-Mann-Runde. Das heißt, mal schauen, was wir direkt am Anfang bekommen. Wir haben jetzt nur ein Eisen. Das geht auf jeden Fall besser. Mal schauen, ob wir hier schon die eine oder andere Chest sehen. Und zack, haben wir uns die direkt weggesnackt, die Diamanten. Da ist auch noch eine Chest. Die holen wir uns. Und ja, wie gesagt, ich möchte einfach mal ein paar Themen ansprechen. Der Rod ist auch ganz stark am Anfang. Ich bin jetzt gerade fertig geworden mit meinem Q&A-Video. Ich muss sagen, es ist echt lange her so, dass ich so ein Live-Commentary-Video mache. Und dementsprechend müsst ihr jetzt nicht so viel erwarten. Aber eigentlich bringt mir das schon echt Spaß, so Live-Commentaries zu machen. Und mal zu zweit, mal alleine, mal mit mehreren. Habe ich schon echt Bock, so mal wieder ein bisschen sowas auf meinem Kanal zu bringen. Wahrscheinlich wird das nicht so gut ankommen wie zum Beispiel CWBW auf meinem Kanal. Aber ich werde einfach mal schauen. Ich denke mal, sehr viele Leute sind auch so nicht nur am Gameplay bei mir interessiert, sondern eben auch an meiner Person. Bin mal echt gespannt, wie so ein Endergames-Video mal wieder bei euch ankommt. Wir haben hier ganz okay Sachen. Wenn wir hier noch enchanten würden, das wäre natürlich echt stark. Hier ist noch eine Chest. Das nehmen wir uns noch mit. Alter, wir können uns jetzt echt gute Sachen machen. Wenn wir jetzt natürlich auf dem Turm geportet werden, dann würde ich heulen. So, die ersten Leute killen sich schon. Und da hinten baut halt echt jemand einen Turm. Ja, moin. Und das ist ein Baba. Unser erster Kill. Komm. So, den ersten haben wir. Dann haben wir auch jetzt Schuhe. Und ich möchte jetzt auf gar keinen Fall jetzt an dem Typ sterben. Ich laufe einfach mal ein bisschen weg. Da ist ein Holzfäller. Alter Schwede, wir wurden einfach noch vergiftet von dem. Er wurde direkt in dem Moment getauscht. Okay, der nächste ist 100 Blöcke weg, das ist doch schon mal ganz chillig. Alter, irgendjemand hat sich einen fucking Ofen gemacht, ja, glaube ich's denn. Normalerweise spiele ich nicht so oft mit dem Enderman-Kit, aber in letzter Zeit hat es schon echt gebockt. Ich habe wieder ein paar mehr Runden Endergames gespielt. Und ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal mit dem ersten Thema an, was ja auch eigentlich ein bisschen was mit Endergames zu tun hat. Und zwar hat ja, wie ihr wisst, alles so ein bisschen mit Endergames angefangen. Hex6 ist ja dadurch entstanden und ich habe einfach mal wieder gedacht, kann ich das auch mal wieder bringen. Und zwar werde ich bezüglich des Clans und CWBW, habe ich ja mein letztes Video hochgeladen, was es so war, dass ich echt Kritik so an der CW-Szene geäußert habe. Das heißt, ihr fragt euch jetzt vielleicht, werde ich überhaupt irgendwann nochmal CW bringen oder irgendwie sowas? Ich glaube, dass der Typ vielleicht schon low ist. Den stauben wir uns ab. Dann holen wir uns halt den hier. Und er ist erstmal ganz gemütlich weiter. Ja, moin. Ich sagen, wir machen uns noch eine ganz entspannte Dia-Brust. Und jetzt schaut unser Köp halt schon echt heftig aus, so. Das heißt, wenn ich aus Mexiko wieder da bin, wollte ich einfach ankündigen, dass ich wieder vorhabe, wieder ein paar mehr CWs zu spielen. Das heißt, ich werde mal wieder versuchen, den Clan ein bisschen aufzubauen. Und den Kill, den will ich mir jetzt schon eigentlich snacken. Und da ist... Ja. Zack, da haben wir den Kill. So, dann haben wir unser Inventar schon mal ein bisschen aussortiert. Und dann würde ich sagen, dann killen wir noch den einen Typ. Es ist jetzt nicht die Runde mit den meisten Kills. Aber wie gesagt, ich bin jetzt gerade ein bisschen am Vorproduzieren. Und dementsprechend bin ich richtig im Stress. Ich wäre echt froh, wenn ich dieses Video noch fertig bekomme. Falls ihr das Video seht, habe ich es ja anscheinend fertig bekommen. Und der... So, dann haben wir ihn in der Lava und dann haben wir ihn auch bekommen. GG gehen auf jeden Fall an dich raus. So Jungs, ich bin jetzt einfach nochmal ganz gechillt in eine Runde 101 gegangen, um das ganze Video so ein bisschen abzurunden. Ich wollte einfach nur nochmal sagen, dass das jetzt für euch bedeutet, dass ich dann wieder versuchen werde, nach Mexiko wieder CWBW-Content zu bringen. Das heißt für euch, dass ich dann wieder die ein oder andere Bewerbungsphase auf Twitter ankündigen werde. Das heißt, ihr könnt mir gerne mal auf Twitter folgen. Generell werde ich jetzt in der Zeit, wo ich jetzt in Mexiko bin, aktiver sein, als jetzt zum Beispiel auf YouTube. Das heißt, ihr könnt mir da einfach mal folgen und so weiter. Alter, der Typ hat eine fucking 87er-Streak beendet. Das ist auf jeden Fall echt stark. Ich habe in mein letztes Video so meine Meinung einfach mal zu der CW-Szene so gebracht. Und vielleicht wird sich ja dann in der Zeit auch schon so ein bisschen was geändert haben, wenn wir Glück haben, wovon ich mal nicht so ausgehe. Okay, keine Ahnung, was der Typ jetzt da macht. Naja, vielleicht wird sich so ein bisschen geändert haben, was CWBW angeht. Ich hoffe mal, dass ihr das so ein bisschen Verständnis dafür habt, dass ich jetzt eben länger weg bin und dass ich so viele Videos vorproduzieren konnte. Ich habe es jetzt trotzdem noch geschafft, das Video hier fertig zu machen. Ich habe heute echt noch viel zu tun. Ich muss jetzt Koffer packen und so weiter. Wie gesagt, morgen geht's schon los. Und dann hoffe ich einfach mal, dass euch das Video gefallen hat. Ist wahrscheinlich nicht so ein langes Video geworden, aber sollte halt auch einfach so ein kleines Video sein, damit ihr einfach aktiv bleibt. Ihr könnt ja gerne mal ein Like und ein Abo dalassen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und macht's gut und... Ciao!